Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von beiden aus. Yachima, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Black Green in Borat Edition. Weiter geht's in Kampf Dojo. Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Ja. Wie lautet dein Name? Ich bin Edmund Stoiber. Was, ein Politiker? Aber ich dachte, ihr seid alle von Nintendo Mitarbeiter. Ha, nicht nur. Los, was auf Geowurf. Okay, Psychokinese, Razaf, Zigeuner. Tja, das war's wohl mit deinem Razaf, kleiner Erdmond. Ach, ich habe eine Prellung. Scheiß Politiker da. Stopp, zieh deine Schuhe aus, die stinken. Dann wirst du gar nicht wissen, wie meine Socken riechen. Okay, lass sie an. Los, Menki. Und du bist auch ein Politiker oder bist du einer von Nintendo? Weißt du, der Edmund hat sich hier reingeschlichen, aber ich bin wirklich einer von Nintendo. Ich, Melvin, bin verantwortlich für die Kirby-Spiele. Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich. Naja, weißt du, Kirby, ich mag nicht so. Kirby wird immer quietschbunter und ich glaube, je älter man wird, desto eher mag man so quietschbunte Sachen nicht. Ach ja? Bist du nicht derjenige, der Just Dance total cool findet? Das ist auch irgendwie bunt. Ja, aber auf eine andere Art und Weise, weißt du? Ach, ich weiß auch nicht. Weißt du, in Kirby alles bunt und niedlich und kitschig und süß und ich werde ganz verkitscht von dieser Sache. Deswegen kurzer Prozess, tschüss Razaf und gute Nacht. Ich gebe auf. Ja, tu das besser. Jetzt kommt der Chef. Willkommen. Ich bin der Karate-Meister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus? Also gut. Ich kenne keine Gnade. Los! Du bist hier der Meister? Wie heißt du? Satoru Iwata Junichi. Ich bin der Präsident von Nintendo und das ist mein Kikli. Wow, ein Kikli. Okay. Ziguana, Psychokinese. Wenn du wüsstest, wie gut mein Kikli mit einem Ball umgehen kann. Was, ist das ein Fußballer? Ha, das wüsstest du wohl gern, was? Turmkick! Das war nicht schlecht, vor allem weil es ein Volltreffer war. Aber unterschätze niemals die Macht einer Konfusion. So, bevor jetzt ein nächstes Pokémon namens Nocturne, ja, ich kann hersehen, dank Hypno, Kometenhieb oder einen Scheiß einsetzt, ich werde Psychokinese machen. Los geht's, Iguana! Nocturne hat voll die schönen braunen Augen. Na warte, Feuerschlag! Ja, ich habe extrem hohe Scheiße. Spezialverteidigung, aber leider brenne ich. Jetzt nochmal. Alles auf eine Karte setzen. Cheers, Iwata Junichi. Ich wurde geschlagen. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von beiden aus. Möchtest du Nocturne? Mich zu Kikli, ich nehme trittstarkes Pokémon. Du kriegst von mir eine Widmung, weil ich dich richtig cool finde. Das ist Neymar von Brasilien, Neymar. Coolster Fußballer ever. So. Tja, das war's wohl. Keine Arena-Orden bekommen. Geh aus dem Weg oder muss dir wehtun? Nein, schon gut. Pokémon Trainer Fanclub. Die Namen von Trainern sind auf dem Schild eingeritzt. Au, oh, pass auf, wo du hintrittst. Wer wohnt hier? Ich denke, dass kämpfende Trainer cool sind. Denkst du genauso? Ja, klar.
Ich frage mich, ob ich eines Tages auch ein cooler Trainer sein werde. Wir alle hier sind Fans von Pokémon-Trainern, wie sie im Kampf auftreten. Sie sind der Inbegriff von Coolness. Wenn du weiterhin gewinnst, kann es sein, dass wir hier über dich sprechen. Rocco ist einfach giga cool. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich möchte auch gerne so ein Kerl sein. Giga cool, was ist das für ein komischer Ausdruck? Haben die hier gute Bücher? Natürlich nicht, warum sollten sie auch? So kriege ich meine kulturelle Lernung nie voll. Jetzt aber schnell ins Pokémon Center. Mein Hypno ist platt. Andererseits, es ist so stark, es braucht nicht unbedingt jederzeit eine Push. Okay, komm, Fuchs nicht. Wir werden jetzt gemeinsam das Team Rocket Lager stürmen. Sipsko. Sipsko. Wow. Sehr edel wirkt hier alles. Aber wo sind die ganzen Mitglieder von Team Rocket? Da ist schon der Erste. Hey Balk, was machst du hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ihr seid Team Rocket. Und eins weiß ich genau, ihr führt nur Böses im Schilde. Los, Fuchs, nicht? Flammenwurf. Was hast du für eine geile Structure, Look, Fuchs nicht? Pass auf, Flügelschlag. Fuchs nicht! Ich meine, Wulnona! Gut gemacht. Mit Flammenwurf ist es schon mal ein guter Start. Zubat, das ist kein Problem für uns. Nix da, Flammenwurf. Sehr gut. Okay, noch ein Zubat und dann haben wir geschafft. Ja, noch nicht ganz, natürlich hat er noch drei andere. Was kommt jetzt? Zubat schon wieder. Ja, sorry, dass ich nichts anderes habe. Umso besser für mich. Flammenwurf. Sehr gut. Und Radikal kommt jetzt. Okay. Scheiße, Rückzugkip. Gut gemacht, Fuchs nicht. Und besiegt. Ich bin ein Versager, Mann. Tja, siehst du mal. Hier sind überall solche Idioten. Ich mach erstmal den kaputt. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Ich lauf wohin ich will, ja? Und du bist ein Psycho... Nein, ein Elektro-Pokémon-Trainer. Ich wusste, du hast auch Stahl. Daher trifft sich das gut. Los, Fuchs, nicht! Fuchs, nicht! Flammenwurf! Verbrenn diese Stahl-Eisen-Kacke. Gut gemacht. Adios, amigos, Magnetilus. Votoball. Warum nicht mit Vanillake? Los geht's, Vanillake. Orlando heißt du. Oh yeah, natürlich heißt ich so. Scheiße, aufpassen, duck dich, Vanillake. Gut gemacht. War zum Glück gar nicht so stark. Und jetzt kommt Magneton. Wieder zurück zu Fuchs. Nicht. Niemand kann unser Flammenwurf aufhalten. Flammenwurf! Sehr gut. Wie verdammt effektiv das nicht ist. Nicht schlecht, Herr Specht. Sprich, ihr Klopfer. Hey, du hast hier nichts verloren. Ja und, geht dich ein Scheiß an, oder? Warum so frech? Seit wann bist du so frech? Ich kenn dich doch vom Mondberg. Kennen wir uns wirklich? Und seit wann ich so frech bin? Dieses geht dich nichts an, das habe ich von den Balkan gelernt.
Die haben auch so gesprochen. Und ich mache kulturelle Lernung von USA und ich lerne viel dazu, Schlechtes wie auch Gutes. Und das war ein guter Spruch von Baikal. Oder nicht? Das war ein respektloser Spruch. Aber ich werde ein bisschen Respekt einflößen. Los, Zubat! Kein Problem. Mut auf, Zubat. Hier ist ein Flammenwurf. Tschüss, Zubat. Das ist hart. Verloren! Verloren? Du bist einfach schlecht deshalb. Hier ist alles zu. Beim besten Willen, ich komme hier nicht durch. Na gut, gehen wir hoch. Viel zu tun scheint hier. Hör endlich auf, uns zu nerven und hau ab. Das, was Team Rocket hier macht, das geht dich nichts an. Komm uns nicht in die Quere. Los, Radikal. Okay, los geht's, Fuchs. Nicht. Flammenwurf. Wir schmelzen die Zähne von diesem Rattenkarl. Radikal, wenn ich bitten darf, nicht Rattenkarl, ja? Rattenkarl, Radikal ist doch alles das Gleiche. Rückzug hier. Gut gemacht. So schnell kann's gehen. Hypno. Du bist jetzt ein Hypno? Ich auch. Scheiße, was mache ich jetzt? Habe ich keine Unlicht. Polente statt Zigarette. Los. Runter. Okay, Porenta, wir brauchen jetzt gute Zerschneiderangriff. Gut, schon mal Hälfte gemacht. Und nochmal. Hauptsache du greifst an. Aber schade, nicht Zerschneider. So, komm nochmal. Porenta, auch wenn du mich nicht gehorchst, du bist toll. Ich weiß, dass du mich nicht als dein Trainer respektierst, weil ich habe so wenig Orden. Ich habe erst 3. Ja und? Dann habe ich erst 3 Orden. Na gut, ich hätte mir letztens einen holen können, aber die unsichtbaren Wände haben mich irritiert. Los, jetzt Schneider, schnell Polente. Gut gemacht, Volltreffer. Ich bin stolz auf dich. Runter. Und Level 36 erreicht. Versucht Agilität zu lernen. Ja. Nein. Ich gehe auf, ist das schon gut. Ich arbeite für dich selbst, Co. Was soll ich bloß machen? Aufhören zu arbeiten. Mach deinen freien Tag, geh in den Urlaub. Hier ist nichts auf der zweiten Etage. Aber das Gebäude ist noch groß. Wir werden noch ein langes Abenteuer hier erleben. Mal gucken, was auf Etage 3 so abgeht. Eindringling gesichtet! Musst du so schreien oder was? Natürlich! Ich bin für die Bewachung verantwortlich! Los, Rettern! Los, Fuchs! Nicht! Oh nein, unser Flammenwurf geht, glaube ich, auch bald aus, oder? Ja, noch 4-mal, schade. Okay, jetzt zeig, was du kannst, Fuchs, nicht? Noch sieht es ja ganz gut aus, Tragoso. Es ist mal Zeit für meine dicke Babuschka. Los, Babuschka, Azamat! Dieser Flor. Babuschka, pass auf. Azamat, Radjubla! Zer selber sein Schädel. Seine Schädeldecke. Sehr gut. Azamat, ich bin stolz wie ein Nilpferd auf dich. Okay, jetzt kommt Zubat und das machen wir mit Vanillaki. Du spielst ziemlich taktisch, habe ich so das Gefühl. Das ist richtig. Aber du bist gut ausgewichen mit Zubat. Haha, danke. Noch nie hat mich jemand gelobt. Wirklich nicht? Dann wechsel zu der guten Seite der Macht und sei nicht mehr bei Team Rocket. Spinnst du? Hau ab, ja? Wer oder was bist du denn eigentlich? Mein Name ist Borat, ich mache Kultur. Ja, ja, ist ja schon gut. Na gut. Folterknecht, jetzt kann ich Leute foltern. Ha, ha, ha.
Wer will von mir gefoltert werden? Von guten alten Bora. Das Team Rocket hat die Kontrolle über Silphscore übernommen. Und du, kleiner Wicht, kannst nichts dagegen tun. Los, Maholo! Maholo also. Los, Fuchs! Nicht! Flammenwurf. Fackel diese kleine Drei-Wettertaft-Frisur Maholo ab. Gut gemacht. Aber eins hat der gute Junge noch. Was nehmen wir? Komm, Jude, zeigst du, was du mal kannst wieder. Du kommst so selten in letzter Zeit. Weißt du warum? Zu Recht, weil du gehörst mir nicht mehr. Yes, fette Mega-Kick! Oh, Raserei schon wieder! Jude, du gehst mir langsam echt auf den Sack. Also. Nein, aufpassen! Tja, das ging schnell, was? Ich war auch selbst ein bisschen perplex, wie schnell das geht. Okay. Dann scheint es hier in der nächsten Folge weiterzugehen. Stock 4. Vielen Dank fürs Zusehen und Jinkui. Sexy Time machen jetzt. Zu Hilfe, nein, bitte nicht. Zieh dich nicht aus, zieh deine Hose wieder an. Du bist gar nicht von Team Rocket.